Servus von der Loh, sagt der DJ Nico. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine neue Ausgabe von unserem Prison Architect. Ja, wir sprechen es gleich hinein. Ich habe mir wieder mal ganz coole Dinge überlegt. Denn hier kommt auf alle Fälle die Kantine. Und ich habe, glaube ich, beim letzten Teil schon erwähnt, dass wir ja noch irgendeine Idee brauchen für unsere Einzelzellen. Und nachdem hier die Kantine herkommt und hier ja jetzt dann auch der Hof, ist eigentlich für die Einzelzellen hier in der Mitte eigentlich eine ganz gute Idee, weil dann müssen die nicht, das wird so ein eigener Bereich, der ist natürlich abgesperrt, ist ja wohl ganz klar. Und das werden wir heute planen. Und dann kommt hier der Hof und dann können die von den Einzelzellen sowohl rechts in die Kantine als links auf den Hof gehen und bleiben aber dann in den Einzelzellen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee und natürlich, wir müssen hier die Versorgung dann managen. Ja, also, ich schalte wieder auf Laufen. Ich lasse wieder ein bisschen schneller laufen, dass einfach ein bisschen was vorwärts geht. Denn es warten noch viele, viele Dinge auf uns. Dann müssen wir hier natürlich das Fundament ausheben für die Küche. Ich finde diese Planung jetzt, so wie es jetzt da steht, schon sehr gut. Was anderes fällt mir da im Moment eigentlich auch nicht ein. Und würde jetzt überlege ich mal, was machen wir jetzt als erstes? Jetzt machen wir zuerst einmal schnell hier die, der hat die Wand da nicht hingebaut, weil da wieder diese blöde Lampen ist. Das habe ich aber schon Lampe verlegen. Genau das habe ich schon gemacht. Jungs, wo seid ihr? Können wir mal ein bisschen schneller da vorwärts gehen? Hier schleichert übers Gelände. Jetzt schauen wir mal. Genau, der hat jetzt das verlegt und der verlegt das. Das ist ja recht schnell gegangen. Wunderbar. Jetzt machen wir erstmal hier die Wände noch rein, damit das auch passt. So, haben wir das. Und jetzt werden wir die Versorgung erst noch hier mal fertig machen. Tja, muss ich mir nochmal schauen. Also Stromnetz, genau, das, der trägt, oh, der hat schon ganz schön Verbrauch. Der trägt das obere Stromnetz und der andere das untere. Okay, sollte aber jetzt noch rein. Also Stromkabel. Und dann verlegen wir hier mal ein Stromnetz. Und wie immer so. Ja, an der Tür braucht man dann auch. Und natürlich kommt hier, das hätte ich beinahe vergessen, kommt natürlich hier die noch ein warum? Das ist immer den einzigen Namen, den ich immer vergesse, hier diese, genau, Metalldetektor. Sag ich mal. Also manchmal brauchen wir vor den Zellen, ja, brauchen wir schon. Weil wenn die zum Beispiel in der Kantine was mitgelassen, ja, völlig klar. Eigentlich gar keine Frage. Gell. Wir sind ein Hochsicherheitsgefängnis. Hätte ich beinahe schon wieder vergessen. So, wo haben wir denn die? Ich finde ja auch nicht, wo ist da sind. Man sieht im Wald vor lauter Bäumen nicht. Oh Mann, echt. Metalldetektoren, da ist er doch. So schwer ist er doch gar nicht. So, da kommt er nicht her, dann kommt er, da kommt er auch nicht her, dann kommen die da her. So, gleich alle drei. Und da, weiß ich nicht, muss man da eine Wand hier machen? Eigentlich nicht, oder? So, dann haben wir das. Damit ich das nicht vergiss. Und jetzt gleich nochmal zur Versorgung. Lalalala. Versorgung. So, Strom. Aha, haben es schon gelegt, die Jungs. Alles klar. Jetzt natürlich noch das Wasser. Auch da legen wir oben weiter. So, dann die kleinen Rohre. Da haben wir ja schon gewohnt. Kennen wir ja alles schon. So. Dann sind die Toiletten im wahrsten Sinne des Wortes auch verkabelt. So. Genau, schaut doch ganz gut aus. Wunderbar. Ist mal das. Und dann ist halt jetzt die Frage, ja, heben wir das Fundament? Heben wir das Fundament für die Kantine aus? Hm. Ja, weil die Jungs sonst nichts zum Tor haben. Da kann ich immer nur die Planungen machen. Okay, gut, lass ich mich überreden. Guter Einwand. Schauen wir mal Fundament. So, Betonfundament. Logisch, bei uns ist alles aus Beton. So, Jungs, dann.
Zugang benötigt. Ja. Zugänge gibt's. Machen wir jetzt einfach mal eine Tür hinein, den Rest überlegen wir uns dann noch. Hier, so, eine Tür. Okay, und dann können wir jetzt, während die, das wird ein bisschen dauern, bis die Jungs selbst auf der Geschwindigkeit, bis die Jungs das Fundament hier gebuddelt haben, schaltet jetzt wieder so auf mittlere Geschwindigkeit, dann können wir also mal das Planungstool hernehmen und jetzt nochmal das überlegen, wie ich das mache mit den Einzelzellen. Also dann wird hier, dann können wir hier nochmal einen Durchgang machen. Dann kommt hier so ein, also so habe ich mir das vorgestellt. Dann kommt hier so ein abgesperrter Bereich, so groß ungefähr. Mal nur mal planen jetzt. Wir haben hier einen Durchgang und dann kommen wir hier. Mitte. Ja, das ist fast groß. Mal hier so. Die Einzelzellen. Jetzt weiß ich aber leider nicht, wie groß die sein müssen. Tür, frei, Klo. Ich glaube, mehr muss nicht sein. Dann bleibt mal in der Mitte frei. Ja, so. So finde ich es nicht schlecht. So, das bleibt frei. 3, 4. Ist natürlich schmarrn. Schaut natürlich blöd aus. So, nochmal 2 mit 4. Nein, das ist viel zu viele. Nein, eigentlich nicht. Da ist ein kleiner Durchgang, aber das ist ein Ort viel zu klein. So. Und dann da ein Durchgang in die Kantine und da einen Durchgang in den Hof. Und das ist also in gewisser Weise wie ein eigener Zellenblock, nur mit Einzelzellen. 8, 4, 8, also 16 Einzelzellen. Schauen wir mal, ob das reicht. Und dann machen wir erst einmal nur oben einen Eingang, weil wir im Moment nur oben Zellen haben, unten mal nicht. Das kann man sich dann später noch überlegen, ob man noch einen zweiten Eingang macht. Also kommt hier ein Eingang zu diesen Einzelzellen. Das ist alles ganz schön eng, ja, da habt ihr recht. So. Dann doch so, aber dann sind es halt zu wenig Einzelzellen, gell? 12 Einzelzellen. Naja, das reicht eigentlich. Und hier kann dann, ja, da kann dann eine Wache rundherum gehen. Ist, glaube ich, okay. Oder machen wir so ein bisschen sogar hier noch eins, zwei Durchgang. Ja, es reicht eigentlich. Finde ich gut, genau. Finde ich gut. Und jetzt ist die Frage, das kann man da an. Dann müssen wir aber hier schon einmal einen Durchgang machen. Eins, zwei, drei Felder. So. Und dann würde hier jetzt der Hof herkommen. Wie groß? Ja, das ist schon mal gar nicht so schlecht abgemessen. Bisschen größer vielleicht. So. Es ist jetzt wie groß? 37 Meter. Naja. Ja, wisst man nicht. 10, 20, 30, 50, glaube ich, können wir eh schon holen. 50, also sagen wir mal für 100 Gefangene. Nur ein bisschen größer. So, jetzt müsste es eigentlich, oder nach Adam. Ah nein, was mache ich denn? Müssten es eigentlich 40 Meter. Ja.
Dann kommen die, ich überlege jetzt gerade, wie die rumlaufen. Also, Martine wieder zurück und dann gingen die alle von ihren Zellen hier in den Hof. Das ist natürlich, wenn da lauter Zellenblöcke sind, wird es da ein, wenn die Hofzeit haben, ein einziges Kuddelmuddel. Das möchte ich eigentlich schon mal vermeiden. Und deswegen spiele ich jetzt tatsächlich, ihr werdet lachen, mit dem Gedanken, vielleicht doch die drei weitere Zellenblöcke hier unten zu machen. Ja, das muss man nur ein bisschen durch den Kopf gelassen. Ich will natürlich nicht, ihr wisst, was ich meine. Also, wenn Hofzeit ist, irgendwann Mittag oder früh am Nachmittag, dann klingelt Hofzeit, dann machen sie die alle gemeinsam, alle Gefangenen auf dem Weg hier durch den Gang in den Hof. Dann entsteht hier, gibt es immer Ärger. Deswegen müsste man eigentlich, ja gut, das könnte man natürlich schon, also praktisch. Da bleibt ja frei jetzt erst einmal. Es ist halt die Frage, wie man es weiter gestaltet, gell? Dass man die so kanalisiert, dass eben wirklich nur immer jetzt zum Beispiel diese drei Brücke und hier den Eingang haben. Und wenn wir jetzt hier nur mit drei Brücke machen, die hier den Eingang haben und hier zwischendrin dann auch, dass sie die nicht alle über den Weg laufen. Das ist eigentlich so ein bisschen, war so meine Intention. Und hier müsste man uns auch noch was einfallen lassen. Hier könnte man eventuell tatsächlich vielleicht nochmal zum Beispiel, jetzt schauen wir mal bei den Räumen, was uns noch fehlt. Also Krankenstation eventuell da unten. Man weiß ja aber noch nicht, ob man vielleicht doch hier die Zellenblöcke herbauen und zum Beispiel hier eine Krankenstation machen. Das wäre natürlich auch gut, weil dann haben die, müssen die nicht so weit laufen. Mit darunter. Haben wir denn so, ja gut, da haben wir noch Sportsaal, Aufenthaltsraum, Unterrichtsräume wäre dann tatsächlich was für unten. Wäscherei bräuchte man auch noch, aber die kommt definitiv eher unten hin. Wobei das natürlich ja alles Sachen sind, wo die Jungs ja auch arbeiten. Ne? Also in der Wäscherei und im Gemeinschaftsraum jetzt nicht, aber in der Wäscherei, Werkstatt und so weiter, da müssen die natürlich dann alle irgendwann hinlaufen. Ja, da wird uns wahrscheinlich echt nichts anderes übrig bleiben. Wir einfach da unten, dann müssen die da durch die Gänge. Das heißt, wir brauchen da wirklich einen dicken Gang hier eigentlich in der Mitte, damit die da runterkommen. Wollen wir das Ganze noch ein bisschen nach links verschieben? Naja, aber die Jungs übrigens bauen jetzt fleißig hier, gefällt mir gut. Machen hier schon mal. Ich glaube fast, das gefällt mir besser, ja. Dass wir tatsächlich. Hier, mach das jetzt nochmal weg, Verzeihung. Dass wir hier zwei Gänge haben. So, aber da müssen die wieder durch den Gang leihen. Aber gut, das macht nichts. Da kann man ja einen Zaun hier machen. Werden wir sogar müssen. Auch wieder mit Kontrolle, ähnlich wie hier. Ganz klar, weil wenn die dann von der Werkstatt und so weiter kommen, müssen die wieder kontrolliert werden. Eine sehr gute Idee. Das kann man dann eigentlich hier machen. Und die Einzelzellen, die kriegen überhaupt nichts zum Essen. Dürfen gar nicht in die Kantine, so schaut es nicht mehr aus. Ja, ihr seht es schon, man ist voller Ideen. Jetzt habe ich so gute Ideen gehabt, jetzt habe ich es wieder über den Haufen geschmissen. Aber okay, also man macht hier, da haben wir jetzt wie hier Vierergang ist das. Eins, zwei, drei, vier, den brauchen wir auch um die ganzen. Eins, zwei, drei, fünf, da, hier. Dann wäre hier nochmal dieser Zellenblock für die Einzelzellen, dann hier nochmal 1, 2, 3, 4, zack, und dann hier den Hof. So. Ja, aber dann sind die so weit weg vom Hof, das gefällt mir eigentlich nicht. Nein, das gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Oh ja, schon, gefällt mir nicht. Dann machen wir das ganz anders. 3, 4, wir machen hier den
Den Block mit den Einzelzellen. Wollt mal besser. Ist jetzt wahrscheinlich, weil es ist zu breit, Schalke dabei. Naja, obwohl. Ja, besser. Ja, besser. Ja, das ist ein bisschen oben viel Luft, aber das macht nichts. Lieber zu viel, wird zu wenig. Passt. So groß müssen die mindestens sein. Ja, das gefällt mir. Dann können wir jetzt trotzdem hier den Hof machen. So. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man jetzt hier nochmal drei Zellenblöcke machen, sind wir groß? 13 mal 20. Okay. 1, 2, 3. 13 mal 20. 1, 2, 3. 2, 3. Zack. Dann wird so gut. Dann schaut es wenigstens ein bisschen anders aus. Ich weiß schon, ich habe am Anfang gesagt, das ist völlig wurscht, aber also ein bisschen anders aus. So, eine gewaltige Kantine. Ah, beziehungsweise, halt, Moment, blöd, Schmarrn, Kantine ist ja nicht, der Hof ist es. Für den Hof finde ich es okay. Ja, für den Hof finde ich es okay. Zaun, das wird natürlich dann kein, wird natürlich kein Fundament liegen, sondern da kommt Zaun mit Stacheldraht, zwei Wachtürme in die Mitte. Ja, halt mal ganz gut. Also so, ja. Ja. Ja, könnte ich damit leben. Womit was ich ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist, dass mir diese Zweiergänge eigentlich fast ein bisschen zu klar sind. Aber okay, da brauchen wir jetzt nicht mehr anfangen, weil sonst können wir alles einmal umplanen. Soweit ist es schon in Ordnung. Gut, und jetzt machen wir mal bitte das da weg, weil das stört mich irgendwie da jetzt. Die Markierung, die brauchen wir jetzt eigentlich. Okay. Oder hier nochmal so, jetzt hier die Wände. Es sollte ja Krankenstation, Psychologe und Leichenhalle. Und das wissen wir noch nicht so genau. Okay. Sehr schön. Ja, das finde ich schon recht spannend so eigentlich. Damit wir aber jetzt einmal wieder was bauen. Hier, genau, Zwinger. Da wollte ich auch noch was ändern. Und zwar wollte ich da noch Folgendes ändern. Wollte hier Wände abreißen. Ich wollte eine abreißen und wollte hier keine Tür machen, weil da sind ja Hunde drin. Sondern wollte hier tatsächlich eine Gefängnistür. Und zwar eine neutrale, große Gefängnistür. Weiß, ja. Gut, gehen wir noch nicht mehr, müssen wir warten, bis der die Wand abgerissen hat. Und dann kommt hier der Zwinger. Also, ah ja, Marco, ist ja schnell gegangen. Sehr gut, und die Tür kommt abreißen. Und hier kommt dann eben ein Ding. Und jetzt ist die Frage, damit wir jetzt wirklich mal irgendwas bauen, was kriegt denn der Zwinger für einen Boden? Also da sind Hunde drin. Eher wieder ein Teppich, oder? Naja, wohl.
Teppich bei Hunden. Wo fühlen die sich wohl? Ich glaube, so anspruchsvoll sind die Hunde nicht. Gras mit Sicherheit nicht. Feldgras auch nicht. Dunkles Parkett. Anlegerholz, irgendwie so ein Holz oder so. Anlegerholz. Achso, das soll so Anlegersteg sein, oder? Das sollte das bedeuten. Okay. Bambusboden. Für Dschungelcamp-Look. Nein. Wobei es ja eigentlich wurscht, über Bambusboden da doch ganz nett, ganz witzig ausschauen, oder? Machen wir jetzt einmal. Ist jetzt wohl. Ah, er fängt schon an. Okay, danke schön. Und dann kommt hier eben die eine große Gefängnistür her. So. Und dann kommen hier die Hundehütten. Machen wir mal jede zweite. Und wenn es uns dann. Ich habe keine Ahnung, was da vorne und was da hinten ist. Ja. Und natürlich den Napf. War jeder Napf. Bisschen früh, oder? Gut. Wie viel Geld haben wir noch? Heuer, wir haben die Hälfte unseres ganzen Gelds schon verbraucht. Spitzt. Also müssen wir schon bald schauen, irgendwann. Ja. Also die Einzelzellen machen wir noch. Natürlich die Küche, das müssen wir ja machen. Also die Kantine und die Küche und den Hof. Und dann müssen wir echt schauen, dass wir da vielleicht tatsächlich mal die ersten Gefangenen reinbringen, um dann eben alles andere zu machen. Ja, es geht nicht anders. Finde ich ja in Ordnung, so. Finde ich auch durchaus in Ordnung, so. Also mit dem, das muss ich mir nochmal durch den Kopf gelassen, so, aber mit dem könnte ich warm werden. Und da wir hier noch nicht wissen, würde ich da jetzt auch kein Fundament ausheben, sondern wirklich nur mal hier für die Krankenstation ein Fundament ausheben und hier kommen wir dann. Hier könnte man dann doch eben. Moment mal, jetzt muss ich mal nochmal schauen. Das ist eigentlich, jetzt ist mir das gerade aufgefallen, Entschuldigung, das ist eigentlich zu klein. Das sind nur Dreiergänge. Wir brauchen aber einen Vierergang. Ich möchte auf alle Fälle, so wie hier im Vierergang haben, dass wir hier auch die Kontrollen machen. Ja, sorry. Muss das so ausschauen? Dann müsste man da eigentlich nochmal eins verrutschen. Machen wir auch, weil ich mir noch nicht so sicher bin, ob ich es so haben will. Mach es jetzt mal ganz schnell. Mal lassen. Haben wir unten den größeren Platz, das ist wahrscheinlich gescheiter. Das hier die Wachen kommen lassen. Okay. Sehr schön. Weil dann um wir hier eben genau wie hier so Kontrollen rein. Klar, wenn die Kantine verlassen und auch
Kantine verlassen bedeutet nichts anderes, dass hier natürlich auch überall Metalldetektoren hinkommen. Und hier ist auch nichts mit Blümchen und Gläser, wir müssen, es wird alles mit Platten ausgekleidet. Völlig klar. Müssen wir mal schauen, inwiefern wir uns das Geld noch reicht. So, wunderbar. Also, wollen wir alles ganz gut. Was ist da los? Wieso? Oh, was haben wir denn da? Ach, da ist die. Schau mal. Also die Lampen da mittendrin. Sollen wir die abbeißen, bitte? Kopf. Der genau da wieder so Lampen hebt. Ja. Also die Lampen, die baut er schon immer frei nach Nase, aber okay. Nochmal Versorgung, aber gut, jede Zelle hat im Grunde eine Lampe, das ist ja das Wichtigste. Da zum Beispiel genauso, das gefällt mir auch nicht. Verlegen, hier in die Zelle, verlegen, hier in die Zelle. Da haben wir auch das Problem, ohne die abreißen, brauchen wir nicht. Eieiei, wenn man nicht genau hinschaut, gell. Da ist richtig, da ist nicht richtig. Gut. Alles muss man aufpassen. Furchtbar. Okay. Da wuchert schon das Gras drüber. Braucht dann ein Gärtner. Also, okay, gut. Moment mal ganz kurz. Also Zaun und tatsächlich, also Zaun und Wand, wollte ich jetzt mal kurz kontrollieren, aber Zaun und Wand haben wir schon wirklich rundherum. Das ist schon mal sehr gut. Dann können wir da eigentlich den Zaun jetzt auch zumachen, oder? Haben wir einmal ganz wichtig. Ende, Zaun, hier, so, mal dazu. Ja, so dieses Feintuning, das kommt ja dann auch noch. Also so, ah ja, da kriegen gerade die Hunde. Ah, ja, habe ich sogar richtig rum aufgestellt. Gut, war nicht gescheit zu erkennen, aber wunderbar, ist ja alles da. Ja gut, wollt man gut. Ja, man muss das ja immer wieder mal genießen, was man so baut. Ist ja auch spannend, gell? Ist ja auch spannend. Gut, ihr Lieben, also... Das war es jetzt mal wieder für den Teil. Wir haben wirklich gut vorwärts gekommen. Also das Fundament gelegt, das müsste dann beim nächsten Mal fertig sein. Dann richten wir die Kantine ein und kümmern uns mal. Ich werde noch mal ein bisschen rumknobeln, ob mir das Final jetzt so gefällt. Dann den Einzelzellenblock und den Hof bauen wir natürlich noch. Und hier die Krankenstation. Und dann hätten wir eigentlich schon alles, was wir unbedingt brauchen. Und alles andere könnten... Wäscherei brauchen wir auch noch. Die könnte eigentlich auch hier unten nebendran kommen. Dann machen wir vielleicht doch gleich das ganze Fundament hier. Macht Sinn, oder? Weil die Wäscherei könnte dann eben hierher kommen. Ja. Ja, ja, genau. Einzige, was mir ein bisschen stinkt, sind echt diese Zweierwege. Das hätte ich mindestens Dreierwege machen sollen, wenn sie nicht sogar noch mehr... Wir hätten ja so viel Platz gehabt. Ah ja. Manchmal ärgert man sich ein bisschen... Aber okay, soweit bin ich zufrieden. Wenn es nur das ist mit diesen Wegen, dann soll es mir recht sein. Und der putzt und kommt überhaupt nicht hinterher, weil alles so dreckig ist. Darum müssen wir uns auch mal kümmern. Okay, das war's für diese Ausgabe. Dankeschön, sage ich, fürs Zuschauen. Ich hoffe, das macht euch Spaß, wie das alles entsteht, unser Hochsicherheitsgefängnis. Und wenn wir dann das haben, was ich jetzt gerade erzählt habe, eben dann müsste man natürlich noch, bevor wir die Gefangenen kommen lassen, alles andere können wir später machen, müssen wir noch die ganze Sicherheitsausstattung machen. Kameras, Abhöranlagen und so weiter. Weil erst dann können wir eigentlich aufmachen. Und dann muss man mal rausfinden, wie das mit den Wachen geht und hier oben noch die Zäune und so weiter richtig legen. Und auch hier kommen natürlich auch Zäune rein.
Zwischendrin, ja, logisch, hier läuft keiner einfach irgendwo in der Gegend rum. Ich verstehe es ja völlig. Ja, so schaut's aus. Das sind die nächsten Pläne. Danke fürs Zuschauen jetzt in dieser Folge und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinschaltest. Pause, bis zum nächsten Mal, sagt der DJ Nick. Servus, pfiat euch.